Willkommen zum nächsten Spiel, und zwar Puzzlecraft. Ja, da habe ich euch wieder erwischt, was? Christian Wü hat das Ganze vorgeschlagen und wir gehen einfach mal rein. Ich habe es wie vorher die meisten Spiele noch nie gespielt und wir erleben das jetzt gemeinsam, wie dumm ich bin bei Puzzlespielen. Neues Spiel, taufe deine Stadt. Ich habe eine Stadt? Wow! Debi. Kann ich den nicht groß machen? Doch, kann ich wohl. Debi Town. So, wir gehen direkt rein. Debitown ist ein mächtiges und wohlhabendes Königreich, dachte ich mir. Seine Einwohner sind zufrieden und seine... Oh, verdammt, Skip. Geht mir viel zu schnell mit dem Lesen. So, wir gehen rein und erleben... Dabei fällt mir ein, Debitown, das war, glaube ich, mal eine Stadt auch bei SimCity. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das scheint der perfekte Ort für unsere Siedlung zu sein, Herr. Sieh dir nur die Wiese und den Fluss an. Das Land ist sehr fruchtbar. Also dann schlagen wir hier unser Lager auf. Du solltest Steuern jetzt abholen und wir können mit den Bauarbeiten beginnen. Los, Steuern. Jetzt Steuern drücken. Ah, man muss erst am Männchen wegklicken und dann auf Steuern drücken. Jetzt dauert es wieder 2 Stunden, jetzt habe ich 30, okay. Das ist dein Hauptlager. Wirf einen Blick auf die Statistik, dann siehst du, dass noch viel Arbeit wartet. Okay, wir gehen einfach mal zurück und gucken mal, was wir jetzt hier klicken können. Und wir haben auch eine XP-Leiste, Level 1, 30 Gold und 0 Einwohner. Das soll Puzzlecraft sein? Als erstes brauchen wir Nahrungsmittel, wir sollten eine Farm bauen. Bauen. Wir bauen die Farm. Wir bauen die Farm hierhin. Okay, darf keiner sehen, wie die Farm entsteht. Wir haben einen Stern bekommen, der gibt wahrscheinlich, ja genau, gibt XP, Level 2, ja WTF, 549 XP direkt. Belohnung 10 Gold. Das hat wäre ein Puzzlespiel. Wir brauchen Brot, Hühner und Holz. Bestätigen wir uns jetzt auf die Farm, okay. Auf zum Acker. Ah, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja. Machen wir mal so. Na, war nicht ganz gut, aber ging. Kann aber immer nur ein Feld springen, oder? Kann das sein? Berühre die Ressource, um festzustellen, wie viele Felder du benötigst. Ah, da sehe ich einen. Machen wir mal so, dann haben wir 4er-Verbund. Prima, wenn dir Gras den Weg versperrt, solltest du es einfach abmähen. Ja, lol. Ah, ne, warte, machen wir so. Jetzt haben wir eine Zwickmühle, weil ich komme nicht in jede Ecke rein. Sammle jetzt genügend Getreide für ein Brot. Also ich brauche 10 Stück. Ich sammle aber erst noch ein bisschen Gras. Und ein paar Hühner. Und noch mehr Hühner. Und noch mehr Gras. Und noch mehr Gras. Und noch mehr Hühner. Und noch mehr Hühner. Und noch mehr Hühner. Und noch mehr Gras. Hühner geht jetzt nicht, Bäume geht nicht. Okay, ich nehme mal hier Getreide mit. Und zwar einiges. Einiges an Getreide nehmen wir mit. So, jetzt haben wir sogar 3 Brote, das ist ja der Hammer. Sammle jetzt 2 Scharen Hühner. Okay, Hühner. Sammle jetzt 2 Holzstöße. Achso, das sind wahrscheinlich die Bäume, ne? Die Bäume zusammen. Ich suche mal den besten Weg, der war scheiße. Nehmen wir noch ein bisschen Gras mit. Guck mal, jetzt geht's ab. Noch ein paar Bäume. Hühner. Ist ja der Hammer. Und noch mehr Bäume. Kurz überlegen, gehen wir so. Und das ist jetzt ein schneebedeckter Baum. Achso, oben links ist jetzt... Ne, oben rechts ist jetzt sogar die Jahreszeit angeklickt. Sammle so viel wie möglich, bevor das erste Jahr endet. Ach, jetzt machen sie aber Hektik hier, ne? Oh nein, das Jahr endet. Ah, ich darf nur einmal. Wow. Das Jahr endet. 180 XP, Felder 157 und Brote haben wir jetzt. Ich glaube 3 Stück insgesamt. Das war wirklich eine gute Ernte. Wir sollten zum Lager zurückgehen und nachsehen, was wir mit der Ernte tun können. Ach, wir können eine Küche bauen. Bauen.
Ach, jetzt können wir uns sogar aussuchen, wo wir das genau hinbauen, wo es halt am schönsten aussieht. Wenn das Lager da oben ist, würde ich die Küche vielleicht direkt daneben bauen. Hier in dieser Weggabelung. Gibt ein Brot und noch mehr XP. Level 3, 30 Gold Bonus. Je höher die Stufe der Siedlung, desto mehr Dinge können wir bauen. Bauen, ein Bergwerk. Hallo, Herr Bergmann. So, wir gehen da mal rein. Boah, das war jetzt aber kurz spannend. Was soll man denn machen? Ich will doch nur die XP haben, die da drauf liegt. Krieg ich nicht. Bevor wir beginnen, brauchen wir Vorräte. Suche aus, welche Nahrungsmittel wir mitnehmen sollen. Ich würde jetzt so einen Huhn mitnehmen. Brot wäre ein guter Anfang. Wir brauchen genug für 10 Tage. What the fuck? Dann nehmen wir Brot. Ah, hat genau gereicht. Dachte schon, hä? Für 10 Tage, was ist denn da los? Achso, jetzt geht's eigentlich wieder genauso weiter. Du könntest damit anfangen, den Boden auszugraben. Okay, habe ich ja schon mal gelernt gerade. Gut, sammle jetzt so viele Steine wie möglich. So viele Steine wie möglich zusammen sammeln. Gehe ich jetzt nach links oder nach rechts? Jetzt sagt er bestimmt, hol dir so viel Erz wie möglich. Na warte, wir nehmen jetzt Erde weg. Und dann nehmen wir dieses, keine Ahnung was das ist, Mineral. Finde ich aber gut, dass das immer so hervorgehoben wird. Da hat man wenigstens eine kleine Übersicht, wie man es am besten wegnimmt. Nehmen wir hier noch ein paar Steine weg und da noch was weg. Und jetzt nehmen wir richtig viele Steine weg. Ah Mist, das war dumm. Das war mega dumm. Ich hätte eigentlich, also ich hätte alle mitnehmen können, wenn ich es jetzt richtig gemacht hätte. Das machst du prima. Sammel so viel wie möglich, bevor die Vorräte verbraucht sind. Ah, ich habe quasi für 10 Tage Essen mitgenommen und ich kann 10 Sachen ausführen, also 10 Züge machen. Weil ein Zug ist wahrscheinlich ein Essen. Oh, der war dumm so. Ah, gut. Vielleicht kann ich auch zurückgehen, habe ich noch gar nicht versucht. Ach jo, lol. Und ich hab's nicht versucht, Mann. Yeah. Einen Tag noch. Was nehmen wir mit? Steine, ne? Steine sind gut. Steine sind sehr gut. Oh. Keine Vorräte mehr. Jetzt gehen wir auf den Rucksack. Hier findest du all deine gesammelte Ressourcen. Bauen. Eine Hütte. 3 Arbeiter sind in deiner Siedlung gekommen. Jetzt brauchen die quasi ein Haus. Wo sollen die Arbeiter denn hin? Ich würde schon fast sagen, die sollen mehr so am Fluss wohnen, aber nah an ihrem Arbeitsplatz. Und zwar hier. Ihr seht schon, oh, guck mal, da kann ich Mannequin anklicken. Oh, jetzt habe ich 3 Arbeiter, Level 4. Ich denke schon so ein bisschen ökologisch, wirtschaftlich, aber ich denke, das hier sowieso uninteressant. Das ist wahrscheinlich eh nur Style. Mal sehen, was für Jobs du anbieten kannst. Der Schnitter. Ein Getreidefeld weniger, um Brot zu produzieren. Anheuern, anheuern, anheuern. Oh, hello. Prima, gehen wir auf den Acker, dann kannst du mich in voller Aktion sehen. Okay. 30? Berühre die Brotleiste, dann siehst du, wie ich das Sammeln vom Brot vereinfache. Ah, ich habe gesehen, man braucht jetzt 9 für ein Brot. Vorher hat man 10 gebraucht. Es ist nicht so die extreme Ersparnis, aber gut. Aber okay, man kann halt so relativ viel Brot sammeln. Vielleicht auch ein bisschen Gras. Ich meine, man braucht es ja für die anderen Missionen. Und man ist auch ein bisschen eingeschränkt mit seinem Guthaben. Ich denke, wenn das Geld weg ist, dann muss man erstmal warten, weil man hat ja gesehen, 2 Stunden muss man, glaube ich, warten. Bei dem Lager, bis man wieder Geld kriegt. So, der letzte Zug. Ich habe mal ein bisschen schneller gemacht. Weil das Kinder ja soweit schon. So, was haben wir eingesammelt? Das Jahr endet. Kehre zurück und baue etwas Neues. So, was können wir denn bauen? Da unten ist blinkt einmal was. Dann können wir eine Werkstatt bauen. Unsere Arbeiter brauchen Werkzeug. Das ist direkt hier neben den Arbeitern.
Da, wo sie wohnen, haben sie direkt Werkzeug und ihre Arbeitsstelle. Cool. So, ich sammle alles ein, gibt XP und irgendwelche Sachen. Und jetzt könnte ich wieder in die Mine. Also das geht wahrscheinlich jetzt immer ein bisschen hin und her, bis man kein Geld mehr hat. Und dann muss man wieder warten, bis hier dieses Lager ein bisschen Gold produziert. Da braucht man jetzt so eine Stunde 49. Dann gibt es wieder ein bisschen was. Dann gibt hier eine Hake, sammelt alles Gras. Achso, man kriegt auch noch Spezialgegenstände. Also eigentlich ist das ein cooles Spiel, gefällt mir sehr. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt eure Ideen einfach mal in die Kommentare, was ich spielen soll. Und auch hier wieder die Info, wer wissen will, wie ich das aufnehme, ist auch alles in der Videobeschreibung. Und dort ist auch nochmal die Playlist verlinkt, um zu sehen, was ich schon alles gespielt habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Spiel. Tschüss!